Ja, moin. Ich melde mich mal wieder von der Ostsee. Und zwar haben wir mal wieder richtig bescheidenes Wetter. Eigentlich war ich auf dem Weg, um ein paar Location zu scouten. Allerdings hatte ich dann nachher ordentlich Regen, dass ich so ein bisschen abwarten musste. Und jetzt lohnt sich das nicht weiterzufahren. Die Sonne geht in einer Stunde 20 Minuten unter. Und eigentlich wollte ich noch bis nach Fehmarn und das kann man wohl knicken heute. Aber ich habe diese schöne Location hier gefunden. Das ist wohl irgendwie so ein alter Wellenbrecher, der scheinbar die Küste hier so ein bisschen schützen soll, weil hier nebenan ist so eine Steilküste, die ist so zerlöchert, als wenn da Eisvögel drinne brüten würden. Aber wahrscheinlich gibt es ja eher keine Eisvögel, sondern irgendwelche anderen höhlenbrütenden Vögel. Ich kenne das jetzt von Eisvögeln, aber es gibt natürlich auch noch andere. Egal. Und das ist hier halt so alles voll gewesen, mittlerweile aber alles sehr zerbröselt. Aber ich denke mal, da kann man sicherlich heute mal was draus machen. Himmel ist schön bewölkt, etwas windig. Und ja, ich schau mal, was das hier so wird. So, jetzt habe ich erstmal Filterhalter raufgebaut und werde denn mal gucken, wie ich mich hier so platzieren kann und hoffe, dass ich keine nassen Füße bekomme. Ne? Gummistiefel liegen natürlich noch im Auto. So, ich habe jetzt mal mich für diese Buhnenreste hier entschieden. Da hinten ist es mir etwas zu nass. Und hier vorne, das finde ich gerade so witzig. Oh, ich glaube, meine Kamera, die steht da so ein bisschen im Weg. Dieser letzte Pfeiler hier, der kippt so ein bisschen. Und wir haben hier unten eine schöne Spiegelung. Ich denke mal, das können wir schön irgendwie in Szene setzen, so hier anfangen und weiter da hinten raus und schauen wir mal, was passiert. Ne? Ich denke mal, heute wird brachial Langzeit belichtet. Dazu werde ich sicherlich auch noch mal eine Kleinigkeit erzählen und schaut mir einfach mal über die Schulter. So, ich richte jetzt erstmal meinen Shot so ein bisschen ein und dann erzähle ich mal, wie ich denn genau jetzt vorgehe. Ich habe jetzt mal meine Kamera an und zwar Live View. Das ist hier halt meine rechte Hälfte. Hier vorne habe ich so eine Ansammlung von Modder, die so ein bisschen bogenförmig läuft. Das schließt hier genauso links im Bild ab, im Bildrand. Und ich lasse dann so halt die Buhnen, die da hinten sind, die lasse ich dann halt aus dem Bild laufen. Jetzt werde ich mal noch genauer das Bild ein bisschen einrichten. Das war jetzt erstmal das Grobe. Und dann gucke ich mal, was für Filter wir brauchen. So, das Histogramm, das ist eigentlich ganz gut verteilt.
Es schlägt weder links noch rechts an. Also ich habe tiefe Informationen im Bild. Die Höhen saufen auch nicht ab oder fressen aus. Ja, die Tiefen saufen ab, die Höhen fressen aus. So heißt das. Und deswegen brauche ich eigentlich keinen Verlauffilter. Deswegen kümmern wir uns jetzt einfach mal um die Belichtung. Und zwar habe ich jetzt hier bei Blende 18, ich möchte ja immer alles schön gestochen scharf haben. Ich habe jetzt gerade 0,3 Sekunden. Und jetzt möchte ich wissen, wie lange kann ich denn so belichten? Deswegen hole ich jetzt meine App ND-Kalk raus. Ich weiß nicht, das könnt ihr jetzt wohl kaum sehen, aber ich blende das mal ein. Und ich habe jetzt hier 0,3 Sekunden. Die stelle ich mir mal ein. Hier auf der linken Seite. So, 0,3 Sekunden habe ich eingestellt. Und jetzt habe ich hier eine Tabelle mit allen Filtern, die ich habe. Es gibt also einige Filter-Apps, die bieten alles an. Also von 0,3 bis schieß mich tot in allen möglichen Abstufungen. Und die Filter, die ihr nicht habt, die sind da überflüssig in der Liste. Und bei dieser App, bei ND Kalk 2, ist es so, ihr könnt euch eine Liste anlegen. Nur die Filter, die ihr habt, könnt ihr da drin anlegen. Alles andere braucht man nicht. Fertig. Gut. Ich habe jetzt hier 0,3 Sekunden. Bei einem ND 1.8, also 64-fach, würde das jetzt 17,4 Sekunden sein. Reicht mir nicht. So, ND 2.4, 256-fach. Das sind 76 Sekunden. Ja, ND 3.0 macht genau 5 Minuten. Ja, will ich 5 Minuten belichten? Der Himmel sieht eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Ja, ich werde es wohl mal probieren, aber ich glaube, ich mache vorher noch mal einen Softfilter drauf. So ganz leicht kann es nicht schaden, würde ich mal sagen. Machen wir die Tasche jetzt hin. So, jetzt habe ich den Filter reingeschoben und gucke mir mal das Histogramm an. So, wenn ich nämlich jetzt rauf und runter schiebe, schiebt sich das Histogramm immer weiter zusammen. Aber letztendlich bringt es mir hier wohl heute nicht sehr viel. Also lasse ich den Filter doch mal weg. Alles was überflüssiges Glas brauchen wir heute nicht. Jetzt mal kurz gucken, ob das Bild auch wirklich schön gerade ist. Ist es noch nicht ganz. So, ich habe meinen Deckel zugemacht. Bei Langzeitbelichtung ist es immer gut, gerade wenn man richtig krass lange belichtet, den Sucher bei einer Spiegelreflexkamera zuzumachen. Warum? Könnt ihr in einem Video sehen, was ich euch verlinke. Und jetzt schiebe ich mir mal ein ND 3.0 rein. Ne? Was mein, sagte ich? So, ND 3.0, das ist hier 1000-fach. Und dann schauen wir mal. So, den ND 3.0 habe ich jetzt drauf und muss jetzt einmal in den B-Modus schalten. B wie Bulb, muss denn natürlich auf der Kamera auch die Blende einstellen, die ich vorher beim Einmessen hatte. Das war Blende 18. Jetzt stelle ich mir hier in meinem Fernauslöser mal knackige 5 Minuten ein. So fokussiert ist. Spiegelvorauslösung vergessen. Naja, ist eine Weitwinkelaufnahme, ist vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber machen wir mal. So. 5 Minuten warten.
ich bin jetzt nochmal hier vorne an einer anderen Location. Und zwar habe ich hier so eine kleine Betonbuhne. Und hier brechen sich so schön die Wellen dran. Und die möchte ich jetzt auch belichten. Allerdings keine 5 Minuten, sondern eher so im Sekundenbereich. Dass man so richtig schön diese Spritzer auf den, wie sich das so bricht und wie das Wasser da lang fließt, das will ich jetzt machen. Und gucken wir mal, was für einen Filter wir da gleich brauchen. Das ist aber ein schlechtes Beispiel. Und zwar habe ich hier, Live-View an. Ich habe jetzt Blende 14 und 0,8 Sekunden und ich habe keinen Filter drauf. Also kein Filtervideo jetzt. Egal, aber das kommt so ungefähr von der Zeit hin, die ich haben möchte. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und ja, Fernauslöser muss ich nochmal ranstöpseln und dann gucken wir mal. Ihr habt jetzt eben gesehen, dass ich die Spiegelvorauslösung abgeschaltet habe und ich fotografiere nicht im Live-View. Weil das habe ich gemerkt, also Spiegelvorauslösung sowieso, ihr müsstet immer einmal auslösen und dann nochmal und dann habt ihr den perfekten Moment verpasst. Und genauso ist es eigentlich bei, wenn ihr im Live-View fotografiert, dann verzögert sich das Ganze immer so ein bisschen und ihr verpasst den schönsten Moment. Deswegen lieber einfach mal an der Kamera vorbeigucken und das sieht man auch so, ne? Ja, ich denke mal, hier kommen noch ein paar ganz nette Bilder zusammen und ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das machen würdet und lasst ein Like unter diesem Video da. Viele sind ja der Meinung, bei mir passieren schöne Sachen so mit Langzeitbelichtung und Filterfotografie. Habe ich heute gerade wieder von jemandem gehört und er ist sehr begeistert von meinem Kanal. Und ja, wenn ihr jemanden kennt, den das auch interessiert, teilt ihn meinem Kanal mit. So wächst mein Kanal immer weiter und ich denke mal, da kommen noch richtig nette Sachen bei raus. Gut, das war es jetzt hier mal von der Ostsee. Jetzt geht die Sonne auch bald unter. Ja, in 12 Minuten wird es hier eh bald dunkel. Also brauche ich hier jetzt auch gleich nicht mehr weitermachen. Und pack den mal ein. Es fängt auch so ein bisschen an zu tröpfeln. Das ist jetzt nicht weiter tragisch. Das hat vorhin noch viel mehr geregnet. Gut. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dennis.